Grüß Leute und willkommen zurück bei Final gleich den ersten Verhaspel drin und ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Nochmal von vorne, willkommen bei Final Fantasy VII und zurück in den Traum von Cloud, jedenfalls in seine Erinnerungen. Also heißt es für mich mal wieder jede Menge vorlesen. Kapiert? Also hat Barrett jetzt gesagt, kapiert. Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gästehaus ein. Er versuchte nicht einmal mit mir zu sprechen. Dann verschwand er plötzlich einfach. Stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude Nibelheim. Die Dorfbewohner nannten es die Shinra-Villa. Ach, die Villa, die wir von oben gesehen haben. Alles klar. Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Das war das Haus, wo er gesagt hat, das kommt später in Erinnerung dran. Ich kann mich dran erinnern. Genau die Hütte. Ob man da den Sephiroth geschaffen hat? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich schätze mal, Cloud muss alleine reingehen. Und gleich Tür zu. Wer weiß, was ihn da erwartet. Bestimmt nichts Gemütliches. Ich glaube, Sephiroth ist immer noch ein bisschen angefressen, weil er herausgefunden hat, dass er nicht wirklich so menschlich ist, wie er es sich gerne vorgestellt hat. Und auch nicht so überlegen und cool und. Die Villa ist auch wirklich recht groß. Ich werde mich hier mal ein bisschen in aller Ruhe umgucken. Komme ich hier auch rein? Vielleicht finde ich ja ein paar abgefahrene Items. Aber ich bin mir auch überzeugt, dass mir das nichts bringt, Items zu finden, weil das ja eh nur eine Erinnerung ist. Allerdings gab es ja auch schon Spiele, da hast du Dinge in Erinnerung gefunden und plötzlich dann in deiner Hosentasche, da wo du sie die ganze Zeit versteckt hattest. Und da hat es dir doch irgendwie was gebracht. Aber so oder so kann ich euch ja mal ein bisschen die Villa zeigen für Leute, die wie ich Final Fantasy VII noch nicht gezockt haben. Naja, wie so die Inneneinrichtung ist, was man alles entdecken kann. Vielleicht gibt es ja ein paar Anspielungen auf irgendwelche anderen Teile oder so. Hey, ein Klavier. Oder ein Flügel. Darf man? Nee, kann man leider nicht zocken. Ist wirklich eine sehr, sehr große Villa. Hat sogar ein bisschen was vom Resident Evil, von Mansion. Also den ersten Resident Evil Teil. Oh, da gibt es auch noch eine Tür. Ich glaube, er ist in der oberen Etage. Deswegen werde ich mich erstmal anfangen, unten umzusehen. Da haben wir noch die Küche mit Vorratslager. Ist eigentlich ein gutes Haus. Daraus könnte man eine Menge machen, wenn es bloß nicht so schimmelig alt und. Ah, da kommt man auch so rum lang. Okay. So schimmelig und alt ist. Also sieht jetzt wirklich, trotz, sag ich mal. Der 32-Bit-Grafik, man sieht, dass das Haus ordentlich abgekäst alt ist. Okay. Ein Safe. Und ich kann auch nicht öffnen, schade. Aber wir kommen ja in die Villa nochmal rein. Wir sind jetzt gerade im. Nee, wir sind nicht im Heimatdorf, verdammt nochmal. Wir sind ja in einem anderen Dorf. Ins Heimatdorf kommen wir aber bestimmt irgendwann mal auch nochmal. Da können wir uns garantiert in der Villa umgucken und da wird garantiert eine Menge mehr los sein. Ist einfach mal die Vermutung. Da ist einer der Blue Boys. Das heißt, Sephiroth ist ein Raum weiter, schätze ich mal. Und schaut irgendwie finster aus dem Fenster oder so. Nee. Okay. Ich rede erstmal mit dem, bevor ich in die gruselige Geheimtür gehe. Keine Spur von Sephiroth. Ich sah ihn aber in dieses Zimmer gehen. Na, dann ist er doch hier drin. Es ist doch die Geheimtür hier. Wer weiß, was er da macht. Wow. Okay. Ich schätze mal wirklich hier. Ist ein wichtiger Ort, wo Sephiroth mehr weiß als wir. Obwohl ich nicht glaube, dass er den Heimatort von Claude quasi erschaffen wurde. Großes Labor oder großer unterirdischer Komplex unter Villa? Resident Evil? Hä? Was habe ich gesagt? Gut, in die Tür scheint es nicht reinzugehen. Aber das ist ein fetter Sarg, da guckt ein Skelett raus. Cool gemacht. Kann ich den Knochen damit nehmen? Nee, auch nicht. Ach doch, geht die Tür weiter. Ich habe gedacht, da wäre wieder eine Wand gewesen. Na, da ist er doch. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gaston hat den Organismus Jenova. Ja, das kommt bekannt vor. Jahr X, Monat X, Tag X. Jenova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. Jahr X, Monat X, Tag X. Jenova-Projekt gebilligt. Makroreaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Okay.
Ich meine, Jahr X, Tag X und was weiß ich alles ist jetzt nicht gerade so präzise, aber es scheint auf jeden Fall weit in der Vergangenheit zu sein. Aber scheinbar will Sephiroth mehr über seine eigene Vergangenheit rausfinden, das, was er alles selber noch nicht wusste. Meine Mutter heißt Jenova. Jenova-Projekt. Ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie es mir nicht gesagt? Warum sind Sie gestorben? Ja, warum sind Sie gestorben? Das ist ein Vorwurf. Ich denke, der hat da auch nicht Spaß dran gehabt, mein Freund. Na gut, gehen wir Sephiroth mal ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du bist ein schöner Gensoldat. Mach dir nichts draus. Leben geht weiter. Sephi? Ich renne erstmal hier vorbei und guck, was da hinten gibt. Viel interessanter als Sephiroth gerade. Hui, ein schöner Lesesaal. Das hätte ich natürlich auch gerne. So unter mein Gebäude, unter mein Haus, nochmal ein fetter Lesesaal. Die Betthöhle. So, Sephiroth, wo waren wir stehen geblieben? Lass mich in Ruhe. Okay, das hat sich jetzt gelohnt. Tolles Gespräch. Danke, danke für gar nichts, Sephi. Ah, hier muss es doch irgendwas Cooles geben. Der will nicht mit uns reden. Bleibt ja nur noch der geheimnisvolle Raum, wo wir vorher nicht rein konnten. Komm, quatschen wir nochmal an. Lass mich in Ruhe. Ach, der Sephi, der ist manchmal so schlecht gelaunt. Kleine Lebenskrise, ne? Kann man verstehen. Was würdet ihr machen, wenn ihr rausfinden würdet, dass ihr geklont seid? Ich finde immer solche Thematiken ganz interessant, aber im Endeffekt, ich habe schon mal drüber nachgedacht, man ist ja trotzdem Individuum, trotzdem im Lebewesen, auch wenn man von jemand anders abstammt. Sephiroth ist nicht aus der Shinra-Villa gekommen. Er hat immer weitergelesen. Er las weiter wie besessen und das Licht im Keller ging kein einziges Mal aus. Tja. Aber wer die Wahrheit herausfindet, manchmal kann man die Wahrheit einfach nicht ertragen. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber das Zitat, das war super. Die Wahrheit, Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen. Mensch, welcher Film war das? Das hat auf jeden Fall Jack Nicholson zu Tom Cruise gesagt. Beide waren in Militäruniform, mehr weiß ich nicht mehr. Aber Claude schläft ebenfalls noch in der Villa. Die Musik ist auf jeden Fall reichlich bedrohlicher geworden. Okay, was sagst du, Kumpel? Sephiroth scheint anders zu sein. Anders als letztens oder generell anders? Weil das Letztere kann ich bestätigen. Ich finde super, das Spiel hat gerade eine Atmosphäre, die könnte man mit einem Messer schneiden, so dicht ist die. Trotz den Retro-Charme. Oder gerade wegen? Ich weiß es nicht. Nee, die Tür geht immer noch nicht auf. Das hat irgendwas zu sagen. Tür auf. Hahaha. Okay, Sephiroth lacht sich eins, klingt aber eher nach Lachen des Wahnsinns. Hey Keule, was geht? Wer ist da? Verräter. Verräter? Du dummer Verräter, ich werd's dir sagen. Dieser Planet gehörte ursprünglich den Zetra. Die Zetra waren ein Nomadenvolk. Sie zogen umher und ließen sich auf dem Planeten nieder und zogen wieder weiter. Am Ende ihrer schweren, harten Reise wurden sie das verheißene Land und höchste Glückseligkeit finden. Aber es kam welche, die die Reise nicht passte. Sie hörten auf, umherzuziehen, bauten Unterkünfte und entschlossen sich für ein leichteres Leben. Sie nahmen, was die Zetra und den Planeten aufgebaut hatten und gaben nicht das Geringste zurück. Das sind deine Ahnen. Okay, was kann ich dafür? Vor langer Zeit suchte eine Katastrophe den Planeten heim. Deine Ahnen flüchteten, sie überlebten, weil sie sich versteckten. Der Planet wurde durch die Opfer der Zetra gerettet. Danach vermehrten sich deine Ahnen immer mehr. Jetzt sind die von Zetra nur noch diese Berichte übrig. Was hat das mit mir zu tun? Mit dir zu tun? Kapierst du es nicht? Ein Angehöriger des alten Volkes, Jams Jehova, wurde in der geologischen Schicht vor etwa 2000 Jahren gefunden. Jenova, nicht Jehova. Jehova war eine Stadt. Das ist das Jenova-Projekt. Das Jenova-Projekt sollte Leute mit den Kräften des alten Volkes, nein, der Zetra erzeugen.
Und dabei wurde ich produziert. Produziert? Ja. Der Leiter des Jenova-Projekts und der geniale Wissenschaftler Professor Gast produzierten mich. Wie hat er? Sephiroth? Schleicht er gerade davon? Sieht gerade ein bisschen albern aus. Aus dem Weg, ich gehe zu meiner Mutter. Wow, so ein Familienbesuch ist schon cool, aber. Ich wette, er geht jetzt in den geheimnisvollen Raum. Naja, gehen wir mal hinterher. Mal sehen, wie seine Mama aussieht. Obwohl, wir haben sie ja schon gesehen in diesem komischen Behälter im Shinra-Gebäude. Was heißt gesehen? So ahnend, sag ich mal, so schemenhaft. Hier drinne? Ich will diesen verdammten Raum. Och, Leute, das kann doch nicht wahr sein. So eine Scheiße. Sefi, huhu. Wo ist der Typ nur hin? Er hat gesagt, er geht zu seiner Mutter. Meint er dann hoch zum Reaktor? Der ja auch Jenova heißt. Und dann noch Jenova-Projekt? Wo ist der Blautyp? Der muss mir. Der Blautyp ist weg. Okay. Das irritiert mich jetzt aber auch. Wo ist der Kunde hin? Also der, sag ich mal, Shinra-Soldat, der einfache. Na, erstmal raus aus der Villa. Wir werden ja draußen Antworten bekommen, hoffe ich. Wow! Alles klar. Das ist meine Antwort. Vielleicht komme ich doch nie wieder zum Dorf. Hey, du bist das. Du bist doch nicht verrückt, oder? Dann komm rüber und hilf mir. Also nee, scheinbar werden wir nicht mehr zum Heimatdorf gucken kommen, weil es nicht existiert. Und wahrscheinlich ist so seine Mama draufgegangen, schätze ich mal. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da drüben. Ja, selbstverständlich. Ich laufe erstmal zur Mama. Aber erstmal gucken wir nach den Leuten hier. Hey, werde ich sterben? Jo, vermute ich schon. Sephiroth. Okay, Sephiroth hat's gemacht. In dem Haus, denke ich mal, wird nichts mehr sein. Aber er kann doch nicht in den paar Nanosekunden hier das ganze Haus hier gefackelt, das ganze Dorf platt gemacht haben. Schrecklich. Sephiroth, das ist einfach schrecklich. Er wollte zu seiner Mutter gehen, nicht das Dorf anzünden. Ich meine, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, ne? Da ist er ja. Wie einfach mal jemand den Schädel spaltet. Und dabei ein bisschen finster guckt. Ach, Sefi, warum bringst du alle um auf einmal? Okay, für mich erschließt jetzt ganz die seine Schurkenmotivation noch nicht ganz. Klar, er ist ein bisschen geschockiert und ein bisschen durcheinander, aber gleich das Dorf abmetzeln, ich weiß nicht so richtig. Dann erst zum Reaktor latschen, oder? Das Problem ist, ich werde da den Trip nach oben nicht überleben. Ich habe ja nur überlebt, weil. Ach ja, doch, er hat es geschafft. Normalfall hatte ich ja vorhin die Kämpfe nur überlebt, weil Sephiroth dabei war. Ansonsten hätten mich die Viecher ja sowas von mega platt gemacht. Okay, gucken wir erstmal von oben runter. Ist das nicht tiefer? Okay, werden wir gleich rausfinden. Ich schätze mal. Da lang. Ich schätze mal, ihrem Vater wird es auch erwischt haben. Papa. Sephiroth? Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldat, Makroreaktor, Shinra, alles. Alles. Hey, sie hat das Schwert von Sephiroth genommen, oder? Das kann nur er führen. Habe ich letztens gehört gehabt. Und sie macht es trotzdem. Ach, erstmal mit der Leiche. Ist er wirklich tot? Doch, der ist hinüber. Da ist er ja. Mutter, ich will dich besuchen. Bitte mach diese Tür auf. Der hat doch eine Vollmeise, oder? Wie konntest du das Papa und den ganzen Stadtbewohner nur antun? Komm, schlitz ihn den Rücken auf. Okay, eine würdige Konkurrenz ist er wahrscheinlich nicht.
Alter. Na gut, sie ist ja ein Rückblick. Sie lebt also noch, aber ich denke mal, wenn du so einen Katana-Schwung von den Typen kriegst, dann bist du, glaube ich, zweigehälftet. Tatsache, der Reaktor macht die Tür auf. Tifa, du hast es versprochen. Du hast es versprochen, mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Und was macht er jetzt? Er schiebt sie doch nicht einfach in so ein Reaktording rein, oder? Nee, er legt sie einfach einen Meter weiter weg. Das ist gut. Das ist eine super Hilfe. Toll. Danke für gar nichts, Claude. Ja, reden wir noch mit ihm nochmal. Ja, echt super. Was für eine Hilfe. Da hat sie wahrscheinlich auf der Treppe bequemer gelegen. Das ist also Jenova? Ein Stück Oberkörper, Torso. Ich will gar nicht wissen, wie er auf die Welt kam. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Lass uns das verheißene Land gehen. Sephiroth. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihm das antun? Warte mal, das fehlt wahrscheinlich ein bisschen Dramatik. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihm das antun? Schon besser. Ach, sie sind wiedergekommen, Mutter. Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften waren Mutter zur Führung dieses Planeten bestimmt. Aber sie, diese nutzlosen Kreaturen, stehlen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Du weißt schon, dass die Alte aus irgendwie aus Metall besteht. Alter! Ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist, Sephiroth mit deiner lieben Mama da. Ach, die ist dahinter! Ah, oder doch, ja, die muss da hinter den Tank schlummern. Ich dachte, was geht denn jetzt? Das ist deine Mutter mit den Schrumpeltitten? Tatsache, die hat was an den Kopf getackert, Jenova. Was ist mit meiner Trauer, meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde? Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Haha, meine Trauer. Worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin der Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Du bist ein bisschen wahnsinnig, oder? Ich habe den Befehl erhalten, diesen Planeten von euren Leuten zu befreien und die Centra zurückzugeben. Worüber sollte ich also traurig sein? Sephiroth, ich habe dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Okay, Duell. Aufs Maul. Jetzt. Los. Haut euch! Bam! Voll auf die Fresse. Los jetzt! Oder wird jetzt wieder zurück vom Rückblick geblendet? Könnte ich fast vermuten. Ja, sag ich doch. An der spannendsten Stelle. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment, verdammt nochmal. Das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Soweit ich die Geschichtlichkeit betrifft, hatte ich ihn nicht töten können. Ach, die Geschicklichkeit betrifft, na klar. Die offizielle Aufzeichnung weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehören Shinra. Du kannst dich also auf diese Informationen nicht verlassen. Ich will die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was damals geschah. Ich fordere Sephiroth heraus und überlebe es. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint vieles keinen Sinn zu ergeben. Was ist mit Jenova? War das Shinra-Gebäude richtig? Shinra brachte es vor Nibelheim nach Midgar. Hat jemand anders danach hinausgetragen? Es war nicht im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, nichts davon ergibt einen Sinn. Ich gehe, bin weg und überlasse das Denken euch. Ach, Barrett, du bist cool. Hey, Moft, los gehen wir. Warte mal, ach, jetzt kann ich entscheiden, ob gut oder warte mal. Ja, das entscheide ich aber beim nächsten Part, würde ich sagen. Wollen wir mit Barrett mitgehen oder sagen wir einfach mal, warte mal. Ich mach mal, ja, gut oder warte.
Ach, ich entscheide das später. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also danke fürs Reinschauen, Leute. Ciao.